Ja, drinnen. Diese schrecklichen, fürchterlichen Monster, die halb Drow, halb Spinne sind. Die Kreaturen pirschen durch die Straßen und suchen nach Elfen, an denen sie sich gütlich tun können. Sie bleiben meist in der Nähe des Palasts, aber manchmal dringen sie bei der Suche nach Nahrung auch weiter vor. Schon recht viele Freunde von mir wurden von ihnen gefressen. Das ist ja schrecklich, warum bleibt ihr dann hier? Oh, wir können Chauris Kette nicht verlassen. Der Gedanke allein... Ach nun, es ist einfach nicht möglich. Wir haben auch schon den Drow gesagt, die hier vorbeikamen, dass wir einfach in der Stadt bleiben müssen. Okay, ich sollte dann jetzt gehen. Lebt wohl und genießt euren Aufenthalt in Chauris Kette. Und wenn ihr die netten Drow trefft, die vorher hier waren, dann sagt ihnen, ich hoffe, sie finden, was sie suchen. Oh Gott, sind die Kirre hier. Ach du Scheiße. Aber Händler haben sie. Geflügelter Elfenhändler, erzähl mal was. Hallo, Freund. Der Mann runzelt die Stirn, ist ja echt näher. Was soll denn das? Schon wieder ein Kunde? Ich hasse Kunden. Aber ich schätze mal, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich meine ganzen Waren loswerde. Waren? Seid ihr so eine Art Händler? Ich bin Gilton. Ich bin hier in der Stadt der Händler. Jeder, der etwas will, kommt zu mir und belästigt mich damit. Ja, dann zeig mal her. Denkt ihr etwa, ich hätte meine Waren hier, damit ich sie irgendwelchen Kunden zeigen kann, die vorbeikommen? Warum sollte ich das tun? Nein, 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 nein. Meine Waren sind überall verstreut und versteckt. So ist das viel besser. Das war ziemlich anstrengend, als ich noch viele Waren hatte. Doch glücklicherweise bin ich fast alles losgeworden. Jetzt habe ich fast gar nichts mehr, so wie es sein sollte. Um genau zu sein, habe ich nur noch ein Stück eines zerbrochenen Spiegels. Es ist nicht viel wert. Ja, es ist praktisch gar nichts wert. Deswegen wird man es auch so schwer los. Okay, ich möchte die Spiegelscheibe bitte kaufen. Er schüttelt angewidert den Kopf. Schon wieder ein Kunde, schon wieder ein Geschäft. Warum tue ich mir das eigentlich an? Ich kann es kaum erwarten, dass ich all meine Waren verkaufe. Also gut, es läuft so. Ihr gebt mir etwas, das weniger wert ist als ein Stück zerbrochenes Glas und ich gebe euch die Spiegelscherbe. Zumindest sage ich euch, wo sie ist. Ich habe meine Waren ja nicht bei mir. Okay, blöffen wir einfach mal. Ich hätte eine verfluchte Goldmünze, die ich euch geben kann. Misserfolg, wa? Verflucht, sagt ihr? Tut mir leid, aber ich glaube euch kein Wort. Ich denke, ihr wollt mich betrügen. Aber das wird eigentlich nicht funktionieren. Ihr müsst euch schon etwas anderes einfallen lassen. Was ist bitte weniger wert als ein Stück zerbrochenes Glas? Ja, genau da liegt das Problem. Es ist praktisch nichts weniger wert als ein Stück zerbrochenes Glas. Eine rostige Tasse? Nein, man kann daraus Wasser oder Wein trinken. Eine Handvoll Erde? Nein, man kann darin eine Pflanze pflanzen. Es ist nicht leicht, etwas zu finden, das weniger wert ist als ein Stück zerbrochenes Glas. Vielleicht etwas, das schwer beschädigt oder zerstört ist, sowie ein völlig verbranntes Stück Papier. Oh, vergiss es. Gut, lebt wohl. Der Mann dreht euch den Rücken zu und wendet sich wieder seiner Beschäftigung zu. Dem Nichtstun. Ach Gott, sind die hier alle verdreht im Kopf. Also irgendwas ist ganz offensichtlich richtig, richtig im Arsch hier. Ich schau mal gerade nach meiner Platte. Dann speichern wir. So, schauen wir mal. Okay, ist noch reichlich Platz, also das ist kein Thema. Ich will mir diese Burg da ansehen. Da stand doch Burg. Schaut. Hier ist jemand unverletzt. Rote Schwester, Drow-Krieger. Hey, die Drow sind hier. Nun bekommt ihr, was ihr verdient. Ach, da ist sie ja wieder. Das ist ja wieder die Madame vom letzten. Hier kommt keiner eben drauf. Meinst du? Meinst du wirklich? Okay, wir nehmen keinen Schaden. Ich bin zu weit weg, würde ich sagen. Also muss ich hier hoch am besten. Wie komme ich nach hoch? Ich habe keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Na toll, wie baller ich euch dann um alle? Ach, jetzt beamen sie sich hier runter, oder was? Ist ja auch interessant. Okay. Kein Thema, wenn ihr es so haben wollt. Machen wir alles zusammen, ist nicht schlimm. Wir springen ins Feuer. Zack, Schaden. Nun bekommt ihr, was ihr verdient. Von hier noch ein Feuersturm. Und zack.
Kampf mitgemacht. Der, die das Sabal, hüpft schon wieder hier rum. So, hier noch mehr Tote. Lebt noch jemand außer Sabal? Sag mal, dich habe ich noch eben nicht gesehen. Baller ich sie halt so weg. Hey, mein Elementar ist tot. Das ist ja unschön. Scheiß Zeitstopp schon wieder. Wie ich's hasse. Schneide euch in Stücke. Wir werden uns wiedersehen. Wir springen ins Feuer. Mich an. Jetzt habe ich ja schon kaum irgendwas gemacht. Der Führer war schon wieder ewig weit weg. Was soll das? Ich glaube, das ist nicht so gut, dass sie hier gesagt hat, sie soll immer schleichen. Das wird wohl das Problem sein. Ja, stirb doch bitte. Zack, so, die ist weg. Na, Führer, mach das mal anders. Ach, will jetzt nicht mit mir reden, okay. Zack. So. Ja, da ist noch immer. Ach so, hi, wo kommst du denn hier? Gar nicht gesehen. Dürfen wir jetzt? Lalalalala. Ah, da sind wir. Strategie. Nee, nicht die ganze Zeit über. Sagen wir einfach nur bis zum nächsten Kampf. Dann ist es ja auch. Nee, jetzt nichts mehr ändern, das war's. Das reicht dann wohl auch als Anweisung. Dann weiß sie wohl, dass sie danach nicht mehr verborgen hier rumrennt. Dann rasten wir uns hier wieder hoch. Aber erstmal vollständige Genesung, damit mein Gift weg ist. Mein ganzer Giftkack, den ich hier gerade an mir kleben habe. Zack. Herrlich. Dann rasten wir, dass ich wieder alle Zauber habe. Denn hier in der Burg sollen doch wohl diese... Wie? Drinnen? Drow Spinnen. Drinnen. Es ist absolut behindert, aber es ist logisch, muss ich sagen. Dann schauen wir mal, ob hier drinnen viele drinnen, also Spinnen, Trau-Spinnen sind drin. Ihr wisst, was ich meine. Schreckliche Wortspiele. So. Schutz für Elementen für mich. Ja, das passt dann doch schon, oder? Da schießt jemand. Wer schießt da? Hallo? Da ist eine drinne. Schaut mal. Da ist eine drinne. Das ist die erste drinne, die wir jetzt sehen. Wie ist die kategorisiert? Als mühelos. Das ist auch meine Empfindung. Ihr dürft ruhig alle prinzipiell angreifen und so, ne? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Also Richtung Tempel ist die gegangen. Naja, schauen wir mal in die Burg. Schaurichs Kette, die Burg. Gibt's hier drin? Gibt's hier drin drin? Ja, hier drin gibt's mal Spinnennetze. Drin Kleriker, drin, 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 drin. Hier gibt's viele drin. Hier gibt's gleich viele Tote drin, würde ich sagen. Viele sehr, sehr Tote drin. Gott, werde ich hier behagt. Schaut euch das an. Und das juckt mich kaum. Das juckt mich kaum. Schaut euch an. Ich massakriere die. Die können nichts. Zack. Der Tod regnet auf sie herab. Der Tod heißt Mick. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so stark bin. Ist ja der Wahnsinn. Lächerlich stark. Ih, die machen aber ekelhaft, muss ich sagen. So, haben wir alle? Da hinten zuckt noch was, aber die ist dann auch gleich tot. Super, jetzt habe ich ein paar Lebenspunkte Schaden genommen, mehr nicht. Drinnen Assassine. Kannst du was? Na? Sehr schwierig. Ja, das will ich doch mal sehen. Wo bist du hin? Da. Wir springen ins Feuer. Warum springst du überall hin und her? Zack.
Bom, 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 bom. War super schwierig. Und? Gibt's hier noch mehr von euch? Ja, hier gibt's noch ein paar. Alles klar. Dann gibt's von mir Hammer der Götter. Ist das ein fairer Deal? Ich find's schon witzig irgendwie. Was man erstmal mit den Gegnern anstellt, wenn man stark genug ist. Coole Sache irgendwie. So, gleich habe ich den Bau auch schon wieder ausgehoben. Ich schaue noch nicht mal mehr, was hier drin ist überall. Fantastisch stark. Drinnen Magier.